Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu diesem Video. Hallo, Swadika. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu unserem heutigen Video. Und wo es hingeht, was wir heute erleben, zeigen wir euch in diesem Film. Bevor wir anfangen, der Hinweis für die neuen Zuschauer. Abo dalassen wäre ganz nett. Glocke aktivieren, dann wisst ihr immer genau Bescheid, wenn wir neue Filme hochladen. Und könnt uns hier immer begleiten auf unseren Ausflügen. Heute geht's zum 7-Eleven. Ja, Richtung Pattaya Süß, ne? Genau, und zwar der größte, schönste, beste, weiteste und was wir alles für Superlative für diesen Shop hier rausgesucht haben. Mhm. Aber die meisten von euch werden den vielleicht schon kennen. Wir kannten den vom Namen her, wir wussten, dass es den hier gibt, aber waren noch nie dort. Ja, wir erstmal besuchen. Genau. Neugierig. Wenn ihr uns das nachmachen wollt, es ist eigentlich ganz einfach, wenn ihr in der Mitte von Pattaya seid, Second Road irgendwo, gibt es die große Kreuzung, wo es, wenn ihr jetzt von Pattaya kommt, rechts runter zur Walking Street geht und links geht es Richtung hoch zu diesem Tukong-Kaufhaus und so weiter. Wenn ihr diesen Tempel seht auf der linken Seite, dann einfach diese Straße immer geradeaus und irgendwann steht ihr hier vor diesem 7-Eleven. Im Moment zu empfehlen, vielleicht mit dem Bus zu fahren, das haben wir auch gemacht, weil die Straße ist eine reine Baustelle. Ja, zu viel Verkehr, ne? Wahnsinnig und fürs Auto nicht wirklich zu empfehlen. Moppelt auch immer gesperrt, links und rechts überall Steine, alles Schotter. Das wird noch eine Weile dauern mit der Straße. Ja. Auch das haben wir mal kurz für euch nachher aufgenommen, könnt ihr euch nochmal anschauen. Jetzt erstmal zu dem 7-Eleven. Also komplett, wie ihr schon von außen gesehen habt, in so einem Schiff abgebaut. Ja. Wir als alte Bayern mögen natürlich alles Maritime, wir lieben Schiffe. Mhm. Und hier innen drinnen sehr, sehr schön gemacht, mit sehr viel Liebe, sehr modern. Irgendwie hat das was Interessantes, obwohl das eigentlich nur ein Supermarkt ist. Aber auch, denke ich, viele Leute kommen hierher, um sich das wirklich anzuschauen. Man hat das wirklich komplett durchdesignt. Ja, das ist schön, ja. So, inklusive so einem riesen Screen, wo die Fische gezeigt werden und so weiter. Also wirklich jedes Detail ist ausgelegt auf Maritim, auf Seefahrt, auf Schiff und so weiter. Also dann ist es natürlich auch kein Problem, dass die Leute sagen, okay, hier komme ich gerne her, hier sehe ich mal was, hier springe ich nicht nur schnell rein am Abend, um mir 5 Bier zu holen, sondern hier kann man auch ein bisschen was erleben. Ja. Ansonsten, das Sortiment vom 7-Eleven kennt ihr von A bis Z natürlich alles. Natürlich alles auch ein bisschen zu höheren Preisen als in großen Märkten, das ist ganz klar, weil das halt ein 24-Stunden-Job ist. Aber man kriegt hier wirklich rund um die Uhr alles, was man haben möchte. Mhm. Essen, Getränke, Kosmetik, Elektronik, Spielzeug. Also es gibt, glaube ich, nichts, was man nicht gebrauchen kann, was die hier verkaufen. Hat alles. Ja, und dieser Markt nochmal ganz besonders, da wird auch darauf hingewiesen, ist irgendwie mit Solarzellen, mit alternativen Energien angetrieben und so weiter. Man hat das hier auf so großen Displays immer ja, gezeigt, wie das gerade läuft, wie der Energieverbrauch ist, welche Abteilung, wo, mit welcher Klimaanlage gekühlt wird und. Also wirklich, ja, sieht schon ein bisschen futuristisch aus, ne? Ja. So ein bisschen wie aus der Zukunft. Und es macht natürlich einen sehr schönen Eindruck. Auch die Mitarbeiter, die dort arbeiten, sind unheimlich stolz auf ihren Markt dort. Ja. Wir haben natürlich ein bisschen mit denen gequatscht und die haben gesagt, ja klar, könnt ihr hier Video machen, gar kein Ding, macht doch mal hier, schaut doch mal hier, das ist schön, das ist schön. Das ist alle freudig mit uns, ja? Genau. Also wenn ihr die normalen 7-Verkäufer so kennt, ne, die da so den ganzen Tag da gelangweilt rumstehen, hier sind sie extrem nett, extrem freundlich und alle irgendwie auch, ja, stolz, dass sie in diesem Grade arbeiten können. Zumindest war das unser Eindruck gewesen. Oder die hatten heute einen guten Tag gehabt. Keine Ahnung. Aber schade, dass sie da oben jetzt dieser Zeit noch so, ne? Das ist der einzige Knackpunkt im Moment. Wir durften leider auch nicht nach oben gehen. Das ist alles gesperrt. Auch draußen sitzen, was natürlich sonst angeboten wird, ist komplett verboten im Moment. Konnte uns auch niemand sagen, wann das wieder aufgehoben wird oder warum das überhaupt zugemacht ist. Aber da muss man auch nicht diskutieren mit den Leuten, wenn die das sagen, wir wissen es nicht, wir haben keine Ahnung, dann ist das einfach mal so. Verständlich, wie viele von den ganzen Geschichten, die im Moment laufen, ist es natürlich nicht. Aber hier draußen, ihr seht es jetzt gerade auf dem Bild nochmal, hat hier eine schöne Freiluftsitzecke. Ja. Wo natürlich jetzt wahrscheinlich keine Bedienungen gibt, wo man nicht irgendwas hat. Man kann reingehen, sich seinen Kaffee bestellen, Kuchen, die haben auch warme Speisen, haben die alles da. Im Moment halt nur zum Mitnehmen.
Und ansonsten könnte man sich halt draußen hinsetzen. Das ist natürlich an einer vierspurigen Straße mit Baustelle nicht so romantisch wie vielleicht am Meer. Aber man kann einfach hier sitzen. Und es gibt ja rundherum auch große Kondoanlagen und so weiter. Ja, bei hinten, ne? Genau, das heißt, die Leute, die hier in der Nähe wohnen, die werden das vielleicht nutzen. Wenn wir hier wohnen würden, wir würden auch hin und wieder mal hier hinten sitzen. Ja. Warum muss man immer in seiner Wohnung hocken? Mhm. Weil hier ist es wirklich schön gemacht, bis ins kleinste Detail, alles am Thema geblieben, nicht irgendwas zusammengefummelt, nicht irgendwas zusammengewürfelt. Alles passt ganz sauber in das Konzept. Ja, genau. Und da geht mein Herz natürlich auch so was. Dafür kann ich schwärmen, das weißt du ja. Ja, aber das ist schade, dieser Saal kann noch nicht sitzen. Ja, der wird auch schon ein paar, ja, eine gewisse Zeit offen haben, der Saal, der ist ja bekannt. Wir haben aber jetzt nicht extra nachgeschaut, wie viele Monate, wie viele Jahre. Wenn es einer von den Zuschauern weiß, kann man ja unten mal reinschreiben in die Kommentare. Aber er macht noch einen recht neuen Eindruck. So, und dann haben wir natürlich gesagt, okay, wenn wir schon mal in der Nähe sind. Suchen Kaffee und Kuchen. Setzen wir uns da auch mal noch mal ein bisschen hin. Können ja noch so ein bisschen über das Leben reden. Ja. Über deine Liebe, über deine Zukunft. Heute hast du Zeit für Romantik, ja? Romantik auf der Baustelle, genau. Kommt mir so irgendwie bekannt vor. Genießen bei Straße vom Baustellen. Genau, wir können uns ja dann in Ruhe mal die Straße anschauen. Ja, gleich links neben dem Seven gab es hier dieses Café. Wir haben jetzt nicht mal vernünftig gefunden, wie das hieß. Aber auch hier war es einfach relativ entspannt. Wir waren ziemlich die einzigen Gäste. Ja. Verkäuferin oder Bedienung, wie man sagen möchte, waren froh, dass jemand da war. Mhm. Rot jemand zum Quatschen hatte. Schön. Wenig Leute, aber alle nette. Genau, mit dir sind sie nett. Ich kann draußen sitzen und meine Ruhe haben. Mhm. Besser kann so ein Tag gar nicht sein, ne? Ja. So, und dann kann man sich natürlich dort auch wieder Kaffee, Kuchen, alle selbstgemachte Sachen bestellen. Mhm. Und auch hier wieder relativ neu alles, kaum benutzt. Ja. Und vielleicht auch für die vielen Kondos, die es rundherum gibt, dass die Leute dort eigentlich hingehen könnten, genau, sich dort in den Hinterhof setzen. Klar ist der Blick auf die vierspurige Straße, wenn die bei Berufsverkehr voll ist bis oben hin, nicht unbedingt romantisch. Aber man kann sich da sitzen. Die Getränke oder die Brote, alle neu machen. Du hast schon gemerkt, wie lange warten. Genau. Deine Brownie. Brownie, ja. Dass sie ein bisschen lange warten, weil er neu kochen, ne? Genau, ja. Yes. Und dann von Kaffee, dann auch, wie jetzt schon gesehen, eine Maschine. Genau, und die haben auch sehr exotische Kaffeesorten gehabt. Ja. Also nicht nur das normale Zeug, Nescafé oder Red Cup oder sowas, sondern die haben eigene importierte Kaffees dort gehabt, wo man wirklich sich aussuchen konnte. Ja. Und alles zu ganz normalen Preisen, also entspannt. Auch hier wieder sehr, sehr schön gemacht, viel Liebe reingesteckt. Was dir natürlich fehlt, um das erfolgreich werden zu lassen, sind halt die Kunden. Mhm. Vielleicht wird sich das ja verändern. Ja, die Straße ist ja auch noch eine riesige Baustelle. Ja. Garantiert nochmal auch Monate, wenn nicht sogar Jahre, bis das hier alles mal fertig ist. Schade, ne? Ja, man muss halt natürlich bei solchen Sachen in die Zukunft investieren. Okay, wenn es im ersten Jahr vielleicht nicht ist, dann musst du halt sehr viel finanzielle Reserven haben, damit du das durchhältst. Für mich, das ist lecker. Ja. Du bist ja nicht so der Kuchen-Fan. Wir Deutsche essen ja gerne Kuchen. Aber wenn dir das sogar schmeckt, dann ist das okay. Ja, das haben die gerade zubereitet. Also gebacken werden sie es nicht haben, aber nochmal warm gemacht, nochmal klein geschnitten, ordentlich und so weiter. Sehr, sehr angenehm, auch vom Service her. Lassen alle in Ruhe, wenn man in Ruhe gelassen werden möchte. Quatschen mit Mut, wenn sie quatschen möchte. Alles entspannt. Ja, was Leute bauen bei Rausenstraße. Ja, die hat natürlich die komplette Straße neu gemacht mit Wasser. Wasser. Mit Abwasser, ne, dass es alles ordentlich wird. Warum nicht Carbon dabei zusammen? Genau. Nicht deutscher Ingenieur. Bitte lass die Leute arbeiten. Wenn die jetzt die Straße fertig haben, dann werden sie merken, dass sie vergessen haben, die Kabel reinzutun. Wir wissen nicht. Wir haben keine Ahnung. Wir sind von einer anderen Baustelle. Warum nicht nur einmal bauen? Alles zusammen geht nicht? Das wird dir niemand sagen können. Das wird ein ewiges Geheimnis von Thailand bleiben. Warum muss extra zweimal ein Pilot? Das ist Gottes los. Es wird seit Monaten und Jahren über die Kabel geredet. Und wenn jetzt eine neue Straße gebaut wird, dann sind die Kabel immer noch draußen. Oh, vielen Dank, liebe Zuschauer, dass ihr euch das Video angeschaut habt. Wir hoffen, es hat euch ein bisschen gefallen. Ja. Wir freuen uns, wenn ihr unserem Kanal treu bleibt.
Video teilen, abonnieren, liken nicht vergessen. Und wir sehen uns spätestens beim nächsten Video. Ja. Turn Walker Ende. Tschüss.